Maschenwort. Heute ist der Sonntag Trinitatis. Menschen haben Sehnsucht nach Lebendigkeit, nach einer Kraft, die nicht nur Bäume, Gärten und Felder zum Blühen bringt, sondern auch unsere Herzen. Es geht um eine Kraft, die anders wirkt als unsere eigene. Und da denke ich an letzte Woche, an Pfingsten, das Fest der vielen Töne, der vielen Stimmen, das Fest der vielen Farben. Gott hat sich angekündigt und Gott ist wandelbar, vielgestaltig. Ja, Gott ist viele. Deshalb ist Pfingsten Gottes Fest. Und wir feiern mit, haben mitgefeiert, feiern jeden Tag. Wir feiern, dass Gott sich unter die Leute mischt, auch hier bei uns, dass Gott kommt und bei uns ist. Pfingstlich beschwingt, wehend wie eine frische Brise und zart wie der Atem der Liebsten, der nur auf der Wange spürbar ist. Manchmal aber auch stark und gewaltig, eine Kraft, die wirklich alles verändern kann. Manchmal auch hell und leicht wie ein Vogel, der fliegt, wohin er will. Wir haben Sehnsucht nach der guten Geistkraft Gottes, damit unsere Hoffnungen wieder Flügel bekommen, damit Gutes in die Welt geht und Liebe, damit die Welt einfach zu einem besseren Ort wird. Und das kann auch gelingen, wenn wir uns auf Gott, auf Gottes Geist, auf diese Kraft in uns einlassen. Der Prophet Jesaja, der wusste das schon sehr lange im Alten Testament. Da steht das geschrieben und davon wollen wir euch heute singen, besonders aus Jesaja 61. Gott lässt uns sein Erbarmen finden. Die zerbrochenen Herzen und traut uns Menschen zu, dass wir dem Schmerz der Welt begegnen mit seinem Mitgefühl. Schwachen Schutz. Lasst euer Licht der Hoffnung leuchten, mein Geist ist mit euch. Der Hoffnung leuchten, mein Geist ist mit.